Ich darf nur daran erinnern, das Wohnbaugesetz, wir warten jetzt seit Jahren. Sie haben ja so oft zu mir gesagt, also das war ja schon in der letzten Legislatur unter Tomasini, der große Clou, im Frühjahr hat es geheißen, so, jetzt haben wir das Gesetz da. Wahlkampf gemacht mit dem neuen Wohnbaugesetz. Dann kommt die neue frische Landesrätin, was sagt, im Frühjahr ist es soweit. Habe ich da schon nachgefragt und Sie sind ja sonst recht quirlig unterwegs, habe ich mir gedacht, das wird sie schon hinkriegen. Dann kommt der Herbst ins Land, schon wieder kein Wohnbaugesetz. Also wir werden immer wieder auf über ein halbes Jahr vertröstet. Jetzt haben wir 2020 Herbst und wir haben immer noch keines auf dem Tisch. Die halbe Legislatur ist bald vorbei. Ich werde mit meinen ganzen Themen, die ich im Bereich des Wohnens immer wieder vorbringe, ständig vertröstet und hinaus. Ich warte zum Beispiel seit Monaten auf die Einladung, wo es immer gesagt wird, wir machen den Tisch, ich lade Sie gerne ein, reden wir doch zusammen. Der Tisch, also ich wurde halt nie eingeladen. Jemand anderes vielleicht von der Opposition hier im Raum, Kopfschütteln im Saal. Also diese Gespräche fehlen und da muss ich sagen, kann ich nicht jetzt einfach hier zustimmen und sagen, setzen wir es halt aus, damit irgendwann, irgendwie, irgendwo in Richtung Unendlichkeit, wenn wir hier Nena ein bisschen zitieren wollen, ein Gesetz vorbeikommt, für das wir sie danach noch vielleicht feiern sollen. Ich würde sie ja gern feiern, aber heute muss das sein oder morgen muss das sein und nicht irgendwann hier die Sachen hinausziehen. Und ich verstehe auch, dass Sie sich freuen, wenn das ZDF zu bester Sendezeit das System des Wohnbauinstitutes lobt und die Möglichkeiten des leistbaren Wohnens in Südtirol lobt. Das hilft nur keinem Mensch. Fragen Sie die Jungen, Sie wissen es ja eigentlich, Frau Landesrätin, das ist eigentlich hier ein bisschen eine Schönfärberei im Landtag. Sie wissen es ja ganz genau, unsere jungen Leute und junge Familie tun sich blutig hart in diesem Land, halbwegs über die Runden zu kommen mit dem derzeitigen Miet- und Mietpreisen und auch Wohnungs- und Kosten und Baukosten. Und deswegen hilft uns das ZDF zur besten Sendezeit gar nichts. Es muss in der Praxis ankommen, es muss bei unseren Menschen ankommen. Und hier sind Sie gefordert, hier stehen Sie auch in der Bringschuld mit den Ankündigungen seit über 2 Jahren. Und deshalb, Landesrätin, kann ich hier nicht den Antrag aussetzen und einfach das Problem wieder aussitzen, sondern hier ist eine kleine Maßnahme, die sofort gemacht werden kann. Da brauchen wir kein ganzes Gesetz dazu, da brauchen wir nicht 150 weitere Artikel dazu, sondern eine schnelle Maßnahme, die bestimmten Menschen hilft. Das ist ein kleiner Blick auf diese große Materie, die jetzt in Angriff genommen werden kann und die jetzt auch gelöst werden kann, wenn man den politischen Willen dazu hat. Wenn Kollege Leiter-Reber im Fahrt ist, dann ist es ganz schwierig, ihn zu bremsen.